Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Teddy Haul. Teddy Life Haul Summer Edition. Der Papa ist schon im Geschäft, oh, Haare sind im Mund. Und die Kinder sind auch mit dabei, die drei Kleinen. Und wir nehmen euch jetzt live mit beim Shopping. Also let's go. Ich schnappe mir gleich ein Körbchen und schau mal zum Papa, der schon hier ist. Was habt ihr denn da schon gefunden? Was hat der Philipp? Wie viele von solchen Dingern wollt ihr denn mitnehmen? Minion, nehmen wir jetzt wirklich solche Schießen? Vielleicht auch nicht. Ich nehme es nicht. Was ist das? Das ist schön, man sieht und dann fliegt er in der Luft. Wow. Okay, du nimmst den Minion? Ja. Nee, das ist eine Barbie am Boden. Die kann schwimmen. Ja, aber die nehmen wir jetzt nicht mit, oder? Schaut mal, was ich hier Cooles gefunden habe. Und zwar hier gibt es so kleine Eiswürfel. Ja, das sieht süß aus. Ganz mini kleine Eiswürfel. Ich glaube, ich nehme mag mit. Keine Mini-Eiswürfel. Na, aber ich. Deswegen nehme die Mama das mit. Und ich liebe es hier bei der Abteilung für Eiswürfel. Ziemlich coole Sachen, schon bunte. Schaut mal. Eis. Stiel-Dings da. Hier gibt es auch nochmal in Orange. Ja, also richtig coole Sachen. Campingkocher. Hier, da gibt es einen Campingkocher. Du wolltest ja einen kaufen mal. Aber so hast du den Ausbänden. Na, servus. Der hat einen BH. Ich hab keinen BH. Aber die kannst du ja BH aus. Nehmen wir das jetzt mit oder was? Na, nimm mal bitte nicht. Ja, jeder darf sich so ein kleines. Der Philipp top sieht richtig aus. Aber Minion sind so schön. Ja, aber dann ist voll viel Wasser drin. Komm, geh mein Kleines. Ja, da gibt's auch was. Das ist voll cool. Das habe ich letztens im Schwimmbad bei jemandem gesehen. Da kannst du Wasser reingeben. Und dann ist ein Ventilator und dann ist er frisch. Ich muss sowas haben. Ich nehme eins, oder? Aber das ist meins. Nein. Fahren wir jetzt an die Seiten, haben nie gehört. Ja, toll. Den gibt's hier auch. Ah, das ist cool. Da nimmt er nicht so viel Platz, oder? Was kostet das? 6 Euro. Das ist schon mal weiter, oder? Das nehmen wir nicht, oder? Kann man schon nehmen, weil das ist ja nicht süß aus. Das haben wir schon einmal gehabt. Was ist das? Eine Scheiße. Wie die Leberpuppe. Eine Kacke. Ist das süß? Werde ich halt ekelhaft aus. Also wir nehmen für den Urlaub so Spiele mit. Soll ich zwei verschiedene nehmen besser? Und dann können wir ja tauschen, oder? Also ich nehme die zwei mit. Okay, welche hast du genommen? Beide. Aha. Es gibt keine andere. Nee. Nein. Ich nicht auch. Philipp! Mein Gott, diese Bälle sind wie. Eine gibt's rein, der andere wieder raus. Hey, kennst du das noch? Vom 90er? Philipp. Also natürlich einkaufen ist nicht so einfach. Dann kann er so, ist so das versuchen reinzulegen. Ja. Du kannst aber, wir nehmen eins mit und dann kann ich den Kopf auf. Der Philipp hat den Boden. Was sagst du zu dem? Bruder, sei nicht böse, wie heißt der? Ja. Mensch, ärgere dich nicht. Ja, Entschuldigung. Ist das nicht, ne? Keine Ahnung. Schaut cool aus, oder? Du mit der Michelle dann spielen? Aber ich glaube, es ist so klein. Das Problem ist, dass jedes Mal, wenn du sie anfasst, wird sie umkippen. Ja, und beim Autofahren. Ja, kannst vergessen. Und wieder die Bälle hier. Warum haben wir den Kindermann gekippt? Ja. So, ich nehme das mit, oder? Ja, ja. Was ich aber cool und interessant finde, ist das, Papa. Schau mal, Tischfußball. Das kann vielleicht die Michelle mit dem Patrick spielen. Oder Billard. Billard hatten wir schon. Das muss gerade sein, das darf nicht. Aber das schaut gut aus. Wir könnten auch dieses Krokodil mitnehmen, oder? Ja, ich aber denke, wenn man alle schon gedrückt hat, muss man noch irgendwo anders drücken. Ja, das macht der Philipp hier. Komm, wer ist auch? Weiß ich nicht. Okay. Was wir mitnehmen können, das da, oder? Ja, magst du sowas? Ja, es ist so eine Tafel. Aber ich nehme für den Philipp auch eine. So, jetzt habe ich eins für den Philipp mitgenommen und die Luisa hat sich das Pinke mitgenommen. Was gibt's hier? Haselbox. Schau mal, das ist ein neues Spiel am Puzzle. Ja, mit Paw Patrol. Du magst doch Puzzles, gell? Ja, ich mag Paw Patrol Puzzles. Was ist das? Pocket Electric? Erste Rechenaufgaben. Aha. Was hat der Philipp genommen? Ein Auto? Der Philipp weiß schon, wo unser Korb ist, ja? Er hat sowas. Oh, schau, da gibt es Paw Patrol-Figuren. Ja, ich mag es auch haben. Ich mag es haben. Das sind Eraser-Set. Mama, schau mal.
mal. Schau mal, das ist ein Spitzer. Sag ich mal Spitzer. Wer ist das? Der Teddy. Und was hat er? Ist der ein Baby? Ist der ein Baby? Gibst du dem Baby einen Kussi? Nein, wir haben 3000 Milliarden Babys zu Hause. Dieser Seite könnt ihr euch noch mal ein bisschen austoben. Was gibt's hier noch Schönes? Lisa, das Baby kommt nicht mit. Bring's zurück. Naja, wie viele Babys willst du noch haben? Aber Mama, dieses Baby war schon kaputt geworden. Welches dieses Baby? Ja, meins Baby. Der Philipp hat es einfach reingetan, aber natürlich nehmen wir das nicht mit. Schau mal, hier gibt es so schöne Barbies, die könnt ihr mitnehmen, wenn ihr wollt. Lara, magst du von da auch so eine? Was denn? So eine? Was? Nein, danke schön. Okay, nicht schön. Oder Barbies gibt es hier viele. Philipp, heb das auf. Heb das auf. Ich habe keine Ahnung. Papa, das erinnert mich an dein Gesicht. Papa. Ja. Gibst du dem Papa? Keine Ahnung, diese Kinder. Bei Papa. Mami? Dein Sohn. Mama, kann ich kaufen? Du hast schon ein Faultier zu Hause. Ja, man legt in die Farbe. Welche Farbe? Wieso haben wir die Kinder noch mal mitgenommen? Das ist schon richtig. Wieso haben wir die Kinder noch mal mitgenommen? 15 Euro. Bruder, was? Oh mein Gott, wie süß ist das? Ein Baby-Otter und es hat einen Fisch im Arm. Papa, bitte, schau mal, wie süß. Schau mal, wie süß. Ist das nicht süß? Ein Baby-Otter und es hat einen Fisch im Arm. Oh. Warum? Ah ja, wieso Kaffee von Dani? Sucht euch mal gute Stifte aus. Ja, das sind wirklich gut. Filzstifte? Ja. Diese Stifte. Ja, Luisa, warte kurz. Mhm. 3 Euro eine? Papa, die Mama hat gesagt, ich darf das kaufen. Was ist das überhaupt? Malstifte. Brauchst du das? Wieder ja. Nein, wir haben schon welche. Aber wir brauchen ja mehr. Hast du dir gesagt, sollst du das nehmen? Nein. Aha. Aha. Bitte, please. Ich habe gesagt, bitte, please. Ja, die sind gut. Sollen wir die nehmen? Ich weiß nicht. Zu dicke. Nimm 2 Packungen von denselben. Lisa, nehmen wir nur so Buntstifte mit. Nein, das mag ich haben. Aber bitte nimm den Auto an. Okay, sollen wir da einen Spitzer mitnehmen? Schau mal, wie cool der ist, Lara. Da kann man im Auge spitzen. Einmal ein kleines und ein großes Auge. Wow, lustiger. Aber Malbuch haben wir immer nicht. Malbuch gibt es auf der anderen Seite. Komm, hier gibt es auch schon so Federmäppchen. Sollen wir da die Stifte dann reingeben? Wolltest du so ein Federmäppchen mitnehmen? Aber das ist besser, weil es flach ist. Das ist so groß irgendwie, so ein bisschen groß. Oh, wie süß. Magst du lieber sowas? Magst du lieber das? Das ist ein Pferd. Das ist ein, schaut aus wie ein Kätzchen, oder? Wir sind jetzt mittlerweile in der Malbuchabteilung angekommen. Ein Rätselbuch. Ja, Rätselbuch. Schön. Auf jeden Fall, also ich glaube, hier bei diesem Teddy gibt es eine Menge Auswahl. Luisa, kommst du auch? Für die Hunde. Für die Hunde? Nee, da brauchen wir jetzt nicht, Schatzi. Komm, schau mal wegen dir, was du da mitnehmen magst. Kann ich dieses Malbuch nehmen? Ja. Sag mal, was ist, wie schaut es da drinnen aus? Das ist wichtig. Mal. Ist das schön für dich? Ja. Okay. Aber Luisa, ich glaube, besser wäre so ein kleines. Das passt besser im Auto rein. Hol das so zurück. Ich brauche gerade ein kleines. Tja, da gibt es viele kleine Malbücher mit Prinzessinnen. Das passt dann einfach viel besser rein. Soll ich mir das vielleicht mitnehmen? Ja, nimm du dir das. Das kann man für zu Hause lassen, aber im Auto dann? Nimm dir lieber so ein kleines mit. Schau mal, wie süß das ist mit den. Schau, magst du ein Mandala-Buch? Ja, ich, aber. Das sieht ganz schön aus. Oder es gibt ja noch ein anderes Mandala. Welche Farbe hast du? Gelb. Für den Philipp habe ich dieses Buch mitgenommen. Und hier gibt es auch noch Bauernhof. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Bauernhof und Tiere. Ah, schaut mal. Da gibt es noch ein Peppa Pig. Buch. Mein Bilderwörterbuch. Kann ich sehen?
Und was ist das? Zum Halten. Durch das beim Teddy gibt es hier ein Stickeralbum. Das kenne ich nur aus meiner Kindheit. Da hat jeder so ein großes Stickeralbum gehabt in den 90ern. Und dann hat man sich so Sticker gekauft und die reingeklebt. Wollt ihr auch so ein Stickeralbum? So, meine Lieben, wir sind schon zu Hause und ich zeige euch im Schnelldurchlauf, was wir gekauft haben beim Teddy. Wir haben, glaube ich, ca. 108 Euro das ausgegeben. Ja. Ja, ich glaube, die Rechnung ist in der Tasche. Ha. Aber zu um die 110 Euro. Und wir haben auch ein bisschen was auch fürs Büro gekauft, für unsere Shop-Bestellungen. Brauchen wir so einige für die Rechnungen, Lieferscheine und so weiter. Was hat das gekostet pro Stück? 3,50. 3,50. Und wir hatten mal welche aus diesem Material, aber die waren nicht so gut, die haben wir nicht so gut stapeln können. Ja, die sind immer reingerutscht. Ja, eigentlich voll komisch. Und deswegen sind die aus Plastik irgendwie besser. Ja, da haben wir uns halt vier verschiedene Farben mitgenommen, damit wir es ein bisschen einheitlich auseinanderhalten können. Dann hat sich der Papa so eine Serviettenhalterung mitgenommen. Schaut zumindest so aus. Ah, ein Buchhalter heißt das. Buchhalter, was Bücher reingeht. Aber der Papa hat sich das für seine Etiketten, für seine, ja, was er halt immer bei den Bestellungen reingibt, Dankeskarten, Preislisten, Drucketiketten und so weiter. Also sehr, sehr hübsch. Das hat 6 Euro. 6 Euro. Das ist ein Piep. Schon. Aber ja. Ich habe auch aus Holz angeschaut, die waren auch nicht günstiger. Also egal, was du gekauft hättest. Man braucht so einen Schnickschnack manchmal. Und das ist diese Tüte. Wir haben natürlich schon wieder keine Einkaufstüte dabei, wie immer. Und deswegen habe ich schon wieder für 1 Euro eine gekauft. Und ich zeige euch mal ganz schnell, was wir mitgenommen haben. Also der Philipp hat sich das selbst eingegeben. Und zwar so ein Stapeldings, da kennt man. Bei uns hatte jedes Baby sein eigenes, oder? Wenige gehen ihm kaputt verloren. Ja. Oder so von Fisher-Price. Hat 5 Euro, ne, 12 Euro, 12 Euro. Digga! Philipp ausgesucht. Dann haben wir für die Kleinen solche, wie heißen die, magnetische Tafel mitgenommen zum Zeichnen. Eins für die Luisa und eins für den Philipp, für den Urlaub, für den Organizer. Dann haben sich die Kinder sowas mitgenommen, damit wir den Papa am Strand nachspritzen können. Das toll, das freut mich schon. Luisa und Lara hat das mitgenommen. Gott sei Dank passt nicht viel Wasser rein. Ja, okay, hast du nochmal Glück gehabt. Dann habe ich das hier gefunden, so ein Tischfußball, fand ich richtig cool. Schaut übrigens so aus. Und da können vielleicht die Michelle und der Patrick spielen. Oder die Kleinen halt im Auto. Dann habe ich mir auch was Cooles mitgenommen. Das ist nämlich letztens bei jemandem gesehen am Strand. Da kann man nämlich Wasser reinfüllen und da kommen dann Batterien rein und dann ist so ein Ventilator. Und dann kann man sich dann, wenn man will, mit Wasser besprühen und kalte Luft. Zumindest. Mein Gott. Lauwarme Luft. Aber Dinge gibt es, das gibt es ja nicht. Cool, oder? Dann habe ich für den Philipp so ein Buch mitgenommen. Ich fand das richtig süß. Kann man ein bisschen blättern und anschauen, Preise, Tiere benennen und ein bisschen, ja, während der Autofahrtzeit durchschlagen, ist immer gut. Dann haben wir das hier gekauft, das hatten wir schon einmal in den Organizer drinnen. Und das ist so ein, ja, so ein Wasserspiel-Dings da, wo man so halt drückt und dann wird durch Wasserdruck oder durch diese Luft, oder was da gepustet wird, halt diese Objekte bewegt. Ich glaube, alle aus den 90ern kennen das. Natürlich. Und das ist auf jeden Fall richtig cool. Dann haben wir auch Buntstifte mitgenommen und einen Spitzer, weil ja, die Kinder wollen auch was malen während der Autofahrt. Deswegen. Und das heißt, man steckt den Stift in den Augen? Ja, stimmt. Das war boah, das ist echt makaber. Das ist irgendwie so ein kleiner Monster. Man steckt die Augen aus. Wie gesagt, zwei Größen. Die Größe ein bisschen kleiner. Und ja, von den Stiften haben wir eigentlich zwei mitgenommen, damit es keinen Streit gibt. Ich will jetzt die rote, ich will jetzt die blau. Familien mit mehreren Kindern kennen solche Geschwisterstreits. Also haben wir zweimal diese mitgenommen. Ich hoffe, dass sie mit Philipp ein bisschen teilen. Und dann hat sich die Lisa auch noch Neon Carioca mitgenommen. Na, ich hoffe, dass nicht alles angemalt wird, im Auto angemalt wird. Ich war made in Italy. Ja, Carioca. Carioca. Was auch übrigens auf Rumänisch auch so. Dann habe ich noch zwei Bücher für den Philipp mitgenommen. Das hat jeweils 2,50 gekostet. Einmal Tiere und einmal Bauernhof. Ich fand das richtig cool. Dann können wir über die Bilder sprechen. Ja, mal gucken, ob er dann die gewissen Sachen nachspricht. Aber ganz schön gemalt. Also. Das finde ich groß. Das ja. So kleine Kinder mag ich das nicht. Und so kleine Kids. So viele Sachen stehen auf jeden Fall hier nochmal. Tiere. Die Lüse hat sich dieses... wer ist denn das? Schüttelpenal mitgenommen, da kann man nämlich... Achso, das sind diese komischen Noppen oder was ist das? Poppit heißt das, glaube ich, oder? Und wie? Poppit? Poppit, oder? Und da drüber gibt es da halt diese Poppit. Das ist also 2-in-1. Einmal krass. Stifte und dann einmal zum Drücken. Spielen. Die Lara hat sich auch eins mitgenommen, aber sie wollte ein kuscheliges und hat sich dieses Einhorn, ach, Katz ist das, ein Kätzchen mitgenommen. Ein Mandala-Buch hat sich die Lara mitgenommen und zwar gibt es da vieles. So zum Ausmalen. Wow, ganz schön, ganz schön. Und hat sich halt das genommen. Für den Philipp und die Luisa, weil die wollte das auch, die mag ja auch noch so gern Pepper Woods, haben wir dieses Buch mitgenommen, Bilder, Wörterbuch. Wow, das ist wirklich schön bunt.
Da kann man mit der Luisa drüber sprechen, wo sind die Bücher, was machen die, wo ist die Wolle, dann zählen und so. Findest du das so gut für ein Kindergartenkind wie die Luisa? Da steht die Nudeln, der Kühlschrank, kann ein bisschen so. Der Bilderwörterbuch heißt das. Echt cool. Dann habe ich mir auch was mitgenommen, ist jetzt nicht für den Urlaub oder für eine Autofahrt, aber so für mich zu Hause, für uns. Mini-Eiswürfelform, ich habe es mit den Eiswürfelformen. Ich habe so viele zu Hause, in Diamantenform, in klein, in groß. Und das musste mit, weil es das super süß. Mini-Würfel. Wie viele gibt es in einem Getränk rein? Keine Ahnung, also die Hälfte, aber es ist doch voll nice. Das sind nur für zwei Gläser oder was? Egal. Dann habe ich noch ein Malbuch, beziehungsweise die Luisa hat sich dieses Malbuch genommen, Bauernhof. Ja, das sieht auch schön aus. Ja. Dann habe ich für den Philipp das hier mitgenommen, so ein Puzzle, so ein Holzpuzzle. Mhm. Kennt man doch, oder? Das ist der, wo sie dann die richtige Form reincatchen müssen. Und ist angeblich auch 1,5. Bin auf jeden Fall gespannt, ob das gut ist. Kann. Ist nicht Feuerwehr-Sam. Dann hat der Baba das mitgenommen. Das ist aber jetzt auch nicht für den Urlaub, sondern für uns hier zum Spielen. Mit den Kindern vor der Haustür malen auf der Straße mit den dicken Kreiden. Kinder lieben das einfach. Genauso wie auch das vermute ich, dass es nicht für den Urlaub ist. Nö. Warum hast du das mitgenommen? Ja, das erinnert mich an meine Kindheit. Das war so ein. Ja, das fliegt so schön in der Luft. Das ist so. Ja. 1 Euro Kitsch. Und das ist nicht, wie lange das aushält, da bin ich mal gespannt. Ja, ich auch. Und das haben wir hier noch. Ich habe noch das hier mitgenommen, den Krokodilspiel. Auch für den, ja, für die Autofahrt. Ah! Auf jeden Fall, da dachte ich mir, das ist recht süß. So ein bisschen Zeit durchschlagen. Und dann habe ich das richtig Kohle aus meiner Kindheit gefunden. Und zwar Sticker-Album. Das war ein bisschen süß. Ich meine, wer aus den 90ern, also wer in den 90ern groß geworden ist, kennt noch Sticker-Album. Ich hab das geliebt. Ich hatte ein großes, ich hatte ein kleines. Und dann hatte man Sticker und dann hat man mit anderen getauscht, wenn man etwas doppelt hatte. Dann hatte man Rieche, Weiche, Kuschel. Ich bin da wirklich komplett, mein Herz geht auf. Auf jeden Fall haben sich die Mädels, ich habe sie gezwungen, sich eins zu nehmen. So ein Stickerbuch und dann haben sie diverse Sticker dabei. Seht ihr? Und das Coole ist, in so ein Sticker-Album kann man den Sticker wieder rein und wieder rausnehmen. Deswegen haben wir da noch zusätzlich Sticker mitgenommen. Die Lisa klebt ja so gern Sticker auf, sowieso hat sie gepasst. Dann hat sie sich Paw Patrol mitgenommen. Dann haben sie sich diese coolen Gummibärchen mitgenommen. Die sind so, so süß, hat mal die Funke noch so. Und es gibt auch so einen Hasen und so ein Rainbow-Gummibärchen und das nochmal für die Lara. Und dann haben sie sich noch diese Sticker mitgenommen. Voll süß, oder? Da kann man dann so anziehen und ja, mit Outfit wechseln. Und dann haben wir noch das. Mini-Tiere, was ist das? Mini-Tiere, ja. Das haben wir gesagt, das ist das dein Heiler. Mein Gott, da brauchst du 56 Stück. Uhrmacheraugen. Die Luisa liebt sowas und ich glaube, ich habe auch ein bisschen das für mich gekauft, weil ich finde es auch mega cool. 56 Stück. Ja, das ist auf jeden Fall das, was wir jetzt angekauft haben. Das hat 110 Euro gekostet. Tada! Ohne die Office-Sachen. Ja, die Office-Sachen haben 30 Euro ausgemacht, oder? Ja. Ja, meine Lieben, das war's mit dem Video. Ich hoffe, der Teddy Live Haul und Haul in einem hat euch gefallen. Daumen nach oben würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!